know. Ist hol. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr auf dieses Video geklickt habt. Ich habe mich entschieden, ein Q&A zu drehen. Dafür habe ich auf Instagram euch gefragt, ob ihr mir Fragen stellen könnt. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Fragen bekommen. Dafür wollte ich erstmal vielen, vielen Dank sagen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so viele sein würden. Hola y muy bienvenidos a este video. He decidido hacer un video de preguntas y respuestas. He recibido muchísimas preguntas, así que muchas gracias por eso. En este video voy a hablar español, pero también alemán, porque he recibido muchísimas preguntas en español, tal como en alemán. Así que los responderé en las dos lenguas. Hay subtítulos, así que los podéis poner para entenderlo todo. Y ya está. In diesem Video werde ich Deutsch und Spanisch reden, weil ich ungefähr genau gleich viele Fragen auf Deutsch wie auf Spanisch bekommen habe. Es gibt aber Untertitel, damit jeder alles verstehen kann. Also klickt sie einfach an und viel Spaß. Eine Frage, die mir mehrmals gestellt wurde, war: Weißt du schon, was du nach der Schule machen willst? Weißt du schon, was du nach dem Abi machen willst? Hast du schon eine Idee? Ja, ich habe eine Idee. Und zwar will ich nicht direkt anfangen zu studieren, da bin ich mir sicher. Ich will auch nicht direkt eine Ausbildung machen. Ich will mir erstmal Zeit nehmen, um Französisch zu lernen, meinen Führerschein zu machen und wahrscheinlich irgendwelche Praktika zu schauen, was will ich wirklich machen. Und ich habe schon Ideen, was ich vielleicht studieren will, aber ich bin noch nicht so ganz sicher dabei. Und deswegen will ich nichts überstürzen und auch nicht direkt von der Schulbank in die Uni hüpfen. Also ja, das ist der Plan. Echas de menos España. Sí. Muchísimo. Hast du noch Kontakt zu deinen spanischen Freunden? Ja, ich habe noch Kontakt zu meinen spanischen Freunden. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Gastfamilie, aber ich habe auf jeden Fall noch Kontakt zu meinen Freunden. Und selbst mit den Leuten, mit denen ich jetzt nicht unbedingt dauernd schreibe oder irgendwie den Kontakt halte, mit denen bin ich trotzdem noch gut. Also so ist es alles easy, alles cool und ich habe auf jeden Fall noch Kontakt mit denen. ¿Cuándo vuelves a Valencia? Te echamos de menos. Yo también os echo de menos muchísimo y volveré a Valencia el verano de 2020, este año. En aproximadamente 5 meses volveré en julio y ya tengo muchísimas ganas de volver. Y eso. Hattest du während deines Auslandsjahres viel Heimweh? Ich würde sagen, eigentlich nicht. Also ich habe schon meine Familie vermisst und auch meine Freunde. Am Anfang war es natürlich ein bisschen schwierig und alles war neu und ich war so, oh mein Gott, wow, das ist jetzt real und ich bleibe hier für ein Jahr und ich sehe die ganze Zeit meine Familie nicht und meine Freunde und mein Zuhause. Aber ich würde nicht sagen, dass ich wirklich Heimweh hatte. Heimweh ist für mich sowas, das tut weh und das ist wirklich schlimm und man ist dann die ganze Zeit traurig und so, und das hatte ich halt wirklich nicht. Ich hatte eine super Zeit in Spanien und ich war die ganze Zeit eigentlich abgelenkt und ich habe so viele Sachen gemacht. Ich habe da so viele tolle Leute kennengelernt, die ich so sehr auch lieben gelernt habe, dass ich einfach auch nicht Zeit damit verbringen wollte, Heimweh zu haben. Und ich habe gewusst, ich komme wieder nach Deutschland, ich sehe meine Familie wieder und ich bin nicht für immer getrennt von ihnen so. Und das hat mir, glaube ich, geholfen. Ich weiß nicht, es kam einfach nie diese Zeit, wo ich wirklich Heimweh hatte. ¿Qué es lo que más echas de menos de España? A ver, lo que más echo de menos son mis amigos, está claro, y en general la gente. Y también diría en plan la forma de vivir, porque la gente me parece más abierta y más así libre y esas cosas. Großstadt oder Dorfleben? Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück, Lennart. Ich kann es nicht sagen. Ich habe noch nie wirklich auf dem Dorf gelebt und ich habe noch nie wirklich in einer Großstadt gelebt. Ich lebe in einer kleineren Stadt. Ich kann nur sagen, manchmal bin ich in Berlin und das ist wirklich eine Großstadt. Mir kommt es oft sehr, sehr, sehr stressig vor und es ist alles einfach immer laut und immer groß und es ist immer irgendwas los und es ist nie wirklich ruhig. Und das stört mich so ein bisschen an der Großstadt, aber am Dorf stört mich, dass einfach alles so klein ist und dass es halt so ruhig ist und dass es immer so ruhig ist und dass so da nicht so viele Geräusche sind. Und ich glaube, ich kann es einfach auch irgendwie nicht beantworten. Mir würde es auf jeden Fall gefallen, für eine Zeit lang in der Großstadt zu leben. Ich glaube, das fände ich cool. Aber mir würde es auch gefallen, für eine Zeit lang auf einem Dorf zu leben, glaube ich. Ich glaube, das fände ich auch vielleicht ganz witzig.
¿Quieres vivir en España alguna vez? Yo creo que sí. A mí me gustó mucho estar en España para más de un viaje, más de unas vacaciones, pero posiblemente no sea para toda la vida, porque yo tampoco creo que podría vivir en España para toda la vida, pero sí que me encantaría vivir ahí para un periodo de tiempo. Auf dein Auslandsjahr bezogen. Wann glaubst du, warst du flüssig? Ich bin nicht flüssig im Deutsch sprechen, glaube ich. Auf dein Auslandsjahr bezogen. Wann war... Auf dein Auslandsjahr bezogen. Wann glaubst du, warst du flüssig im Sprechen? Ich glaube, es hat ungefähr 3 Monate gedauert, bis ich das meiste verstanden habe und bis ich wirklich auch selbst mich ausdrücken konnte. Also ich glaube, ungefähr nach 3 Monaten. So Weihnachten, Neujahr, das war, glaube ich, die Zeit. ¿Cuál es tu libro favorito? A ver, esto es una pregunta algo difícil porque he leído unos libros en mi vida. No creo que podría elegir uno. A ver, me encanta Momo de Michael Ende. Me encantan todos de Harry Potter. También me encantan todos de Percy Jackson. A ver, además he leído ya los 3 libros de Isabel Allende. A ver, ella ha escrito más de 3 libros, está claro. Pero he leído La ciudad de las bestias, El reino del dragón de oro y El bosque de los pigmeos. He leído esos 3. Y el que más me gustó de esos era el segundo, El reino del dragón de oro. Eso también me encantó, me gustó mucho. Was hat dich dazu bewegt, mit YouTube anzufangen? Was mich eigentlich dazu bewegt hat, war, dass ich ins Auslandsjahr gegangen bin, nach Spanien, als ich 15 war. Da fand ich es voll cool, die ganzen Videos anzuschauen von anderen Auslandsjahr-YouTubern. Ich habe immer die von Anna Valentina geguckt und von Taimi und von Caroline Marie und all diesen Leuten. Und das fand ich so cool. Und ich habe mich einfach so sehr gefreut, dass ich auch ins Auslandsjahr gehe und ich wollte es unbedingt teilen und ich wollte es unbedingt festhalten auch. ¿Qué cosas a día de hoy son las que estás más agradecida? Te echamos de menos, linda. Gracias. Yo también os echo de menos. Mi familia y mis amigos, que es una cosa. Mi salud y que estoy sana. Y que tengo la libertad que tengo, que es grandísima. Y que puedo hacer lo que quiero hacer. Y la última cosa es que estoy muy agradecida de todas las oportunidades que tengo. Tengo la oportunidad de viajar a España en verano. Y que tengo la libertad de hacer esos vídeos porque me gusta. Y que puedo ir al colegio y que puedo quedar con mis amigos cuando quiero. Y eso. Die liebe Anna hat gefragt, wie es mir geht. Ich fand es sehr süß, dass sie es gefragt hat. Heute, ich weiß nicht, ob man das merkt, aber mir geht es heute sehr, sehr, sehr gut. Ich bin irgendwie voll froh, dass ich dieses Video drehen kann. Und auch allgemein, heute ist irgendwie ein guter Tag. Ich bin halt aufgestanden und war so, yo, das ist cool. Ich habe heute früh einen Kuchen gebacken. Mein Freund hat heute Geburtstag. Allgemein, ich habe Ferien. Ich meine, sie sind fast vorbei. Deswegen bin ich ein bisschen gestresst, weil ich noch ein paar Sachen für die Schule machen muss. Und ich habe nur noch 2,5 Tage. Also ich bin ein bisschen gestresst, aber sonst bin ich sehr froh. Die nächste Frage, die ich bekommen habe, fand ich irgendwie ein bisschen witzig. Was sagt dein Umfeld dazu, dass du vegan bist? Erstmal, ich bin gar nicht vegan. Ich bin eigentlich nur Vegetarier, aber ich ernähre mich schon ziemlich viel vegan, würde ich sagen. Mein Freund ist auf jeden Fall Veganer und auch ein paar Leute aus meinem Umfeld. Meine Freunde sagen eigentlich nicht so viel dazu. Manche finden das so ein bisschen krass und sind dann so, oh mein Gott, das könnte ich ja niemals machen. Und andere sind so, wow, ja, das ist cool. Also meine engste Familie, meine Eltern und so, sehen das voll entspannt. Und bei meinen Großeltern hat es so ein bisschen gebraucht, bis sie so damit klargekommen sind. Und sie sind auch immer noch nicht an dem Punkt, wo sie so sagen, so, yo, okay, sie sind voll okay damit und akzeptieren es total. Aber sie sind, glaube ich, auf einem guten Weg dahin. Ja. ¿De qué quieres trabajar en un futuro? No lo sé. Hubo un tiempo que quería ser profesora, pero no lo sé. También puedo imaginarme a mí siendo traductora. Quiero hacer algo con lenguas y idiomas porque me encanta. Y también quiero hacer algo creativo. A ver, Ana Belén, eso ha sido una pregunta muy difícil. Es que no sé nada. ¿Has tú tips, wenn man auch nach Spanien ins Auslandsjahr geht? PS. Ich feiere deine Videos voll. Dankeschön. Meine Tipps. Also, auf jeden Fall offen sein, das sagen alle Leute, aber es ist halt einfach true. Aber nicht nur offen den Leuten gegenüber und ein offenes Mindset haben und so allgemein und halt natürlich viel reden, sondern ich würde auch sagen,
offen sein gegenüber dem Essen, weil es schon anders ist als in Deutschland. Es ist nicht so crazy wie, glaube ich, irgendwie die asiatische Küche zum Beispiel. Aber es ist auf jeden Fall was anderes und ich würde auf jeden Fall offen sein, Sachen ausprobieren. Und es muss dir ja nicht schmecken, so. Du musst ja nicht dann das total toll finden und so tun, als ob du es geil findest oder so. Mir hat es einfach sehr geholfen, irgendwie Sachen auszuprobieren und einfach wirklich zu kosten, ob es mir schmeckt. Und manchmal hat es mir halt voll geschmeckt und manchmal halt auch nicht so. Aber das war dann auch gar nicht schlimm. Und ich würde auch sagen, versuchen, die Zeit gut zu nutzen, obwohl ich eigentlich auch sagen würde, dass man es immer tun sollte. Ich weiß, mir selber fällt es auch voll schwer. Aber es ist ja nicht nur so, dass du nur für diesen gewissen Zeitraum in Spanien bist, sondern es ist auch so, dass du nur für einen gewissen Zeitraum auf dieser Erde bist. Also, glaube ich, ist es wichtig, immer versuchen, den Moment zu nutzen, obwohl man irgendwie im Auslandsjahr wahrscheinlich so ein anderes Mindset hat und man ist so, wow, ich lebe mein Leben, wow, oh mein Gott, ich nutze jeden Moment. Aber ich würde es trotzdem empfehlen. Was sollte man unbedingt tun, wenn man nach Spanien reist? Viele verschiedene Essen probieren, die Sonne genießen, den Leuten zuhören und die Leute beobachten und sich mit ihnen zu unterhalten, wenn man es kommunikativ hinbekommt. ¿Cuál es tu ciudad predilecta? Esa también es una pregunta muy difícil. No sé. O sea, a mí me encanta Valencia, obviamente. Pero también creo que me encanta tanto porque tengo tanta gente ahí que quiero mucho. Si no estuviera esa gente ahí, no sé si Valencia me encantaría tanto. Me gusta la ciudad en la que vivo, pero no es mi ciudad predilecta de nada. Pero una ciudad que me gustó mucho en sí tal como ciudad fue Cambridge, que fui ahí el verano pasado. Esa sí que me gustó como ciudad. Was sind so deine nächsten Ziele? Okay, das ist ein bisschen schwierig. Genügend Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, die jetzt bald Abi machen und dann einfach gehen und nicht mehr hier sind. Kontinuierlich Videos produzieren, bei denen es mir Spaß macht, sie zu drehen und die ich cool finde und auf die ich stolz sein kann. Und ich will mich nicht zu sehr stressen lassen von der Schule und von Klausuren und Arbeiten und Tests und so, aber ich will trotzdem mein Bestes geben und trotzdem so stolz sein auf das, was ich tue, einfach generell, glaube ich. Okay, so for the last question, I'm talking English, because Imo, my friend from England, asked this question, so I'm gonna talk English. And it feels really weird to talk to the camera in English and to talk English in general. Like, I usually talk English in English class and with Jana sometimes, because she's always talking English, so I gotta talk English to her back. Sometimes. I wish I could talk English like with a real British accent, like that would be my dream. Oh well. So last question is, when will you come to England again? Well, I went to England last summer, if you didn't know. So I went there, I met Imo, I met Alex, I met Imo's family, which was really, really nice. I went there with my boyfriend actually, and I really enjoyed being in England actually. Like, we went to London and London felt like really overwhelming. Everything was huge, like the skyscrapers and like the city in general, I would say. So it was pretty overwhelming, but then we went to Cambridge, it was really, really nice. And then we went to Brighton too. I had really high expectations for Brighton. I was a little disappointed, but oh well. I still really enjoyed being in England and in general, like talking to English people, talking to British people. The way they talk is so beautiful, like I love it so much. I wish I had a British accent. I swear that would be my dream, but oh well. I don't happen to have a British accent yet. To answer the question, when will you come back to England? I don't know yet. I will, definitely, I will come back in the future. I would love to also visit my friend in Oxford. I don't know when that's gonna happen. Like, I don't have any clue at all. I definitely will go. That's all I can say for now. Espero que os haya gustado el video, ese Q&A. Me ha gustado mucho responder a esas preguntas. Ha sido gracioso, divertido. Me ha gustado. Si tenéis más preguntas, me lo podéis escribir en los comentarios o en Instagram. Dadme like si os haya gustado. Si no, pues no me lo deis. Nos vemos en el próximo video.
Okay, ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dieses Q&A zu drehen. Es war sehr cool, die Fragen zu beantworten. Es war sehr cool, so viele Fragen zu bekommen überhaupt. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und yes, wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann könnt ihr mir einfach einen Kommentar da lassen oder auf Instagram schreiben. Ist mir total egal. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video. Ciao. I hope you liked this video. Hope you enjoyed. If you did, you can give me a thumbs up. And if you have more questions you'd like me to answer, you can just comment down below or write me a message on Instagram. And I'll see you in the next video.